So, obwohl Pavel gesagt hat, er hat noch 10 Minuten, habe ich mich dazu entschieden, noch eine Folge The Binding of Isaac Repentance aufzunehmen. Hallo, willkommen. Wir spielen als Kane. Und haben jetzt schon einen sehr guten Start. Magic 8 Ball. Sehr gut. Klaps, ja, das waren Würfel, Bomben. Apropos Klapp, Würfel, ich bin immer noch vor der Minecraft-Aufnahme. Ich dachte mir so, ja, wird schon nicht allzu lange dauern. Doch, das wird noch ein wenig dauern. Black Lotus. So. So. Moment. Los, Isaac, schieß. Ich weiß, mein Gehirn hat halt gerade einfach nur sehr delayed reagiert, weil ich habe Isaac hat schon geschossen. Aber Erklärung zu, warum ich das gesagt habe. Isaac hatte kurz aufgehört zu schießen, obwohl ich raufdrücke. Es könnte heißen, dass meine neue Tastatur jetzt schon unter irgendwas leidet. Jedoch muss das nichts heißen. Muss nur ein bisschen Abstand zu den Gegnern halten. Nicht viel, nur ein bisschen. Mit ihnen muss ich auch noch ein bisschen was machen. Jetzt habe ich Bock auf ihn, aber man merkt immer so schnell, dass die Starts alle scheiße sind. Und du einfach mega Glück brauchst, um irgendwas Cooles zu kriegen. Ich weiß nicht mal, ob man bei Greed irgendwie, nicht bei Greed, bei ihnen irgendwie einen speziellen Itempool hat oder so, aus dem man was kriegen kann, weil es wirkt einem doch schon ein bisschen suspekt an einigen Stellen dann. Euch beiden kann ich wegsprengen. Yo. Schlüssel. Klar. Lief ganz gut. Muss ich nur hoffen, dass eigentlich es auch alles nach Plan läuft. Nämlich, dass die Bosse relativ schnell drauf gehen. So wie er hier. Ist tatsächlich sogar relativ egal, ob die ob ich viel Schaden nehme, nicht ob ich viel Schaden nehme, ob ich überhaupt Schaden nehme. Es wird nur dann weniger egal, wenn ich viel Schaden nehme. Moment, haben wir gleich. Er ist weg vom Fenster. Er hier aber noch nicht. Es ist sehr exhausting hier. Vielleicht sollte ich mal mit. Vielleicht sollte ich mit dem Ding eigentlich in den Devil Deal reingucken. Ehrlich gesagt, das klingt nicht nach einer schlechten Idee, weil damit kann man ja kostenlos Devil Deal Items kriegen. Und das ist eigentlich eine ganz kräftige Sache. Ich brauche halt nur erstmal eine Batterie aus dem Shop. Wenn überhaupt eine ist. Hier ist keine. So. Der andere, der explodieren kann. Stimmt, Loki war, Little Loki war das, beziehungsweise Loki. Hieß der Loki oder hieß der Little Loki? Ne, das Item hieß Little Loki. Loki kann. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ja, ich bin bei. Pavol hat geschrieben, mach sicherheitshalber. Ich habe ihn gefragt, ob ich noch eine zweite Isaac-Folge für heute zwischenschieben kann. Und ja, er hat gesagt, mach vorsichtshalber. Wenn er vorher da sein sollte, kann er ja.
kann er ja immer noch dazu stoßen und so. Nee, na gut. Ist aber auf jeden Fall ein recht guter Start für so einen Kane Greed Mold Run. Mein Tainted Azazel und Bethany sind klar. Das dann nehme ich aber nicht mit. Nicht mal, wenn der Coupon es freigegeben hätte. Dich nehme ich mit. Ich glaube Blacktooth. Was machst du? Nee, Poisoneer will ich nicht. Ja, Poisoneer sind gut, aber will sie trotzdem nicht. In der letzten Folge habe ich auch schon ziemlich wenig geredet. Also frage ich mich, warum ich mich dazu entschieden habe, yo, lass noch eine Folge machen. Magician, sehr gut. Lazy Worm eher weniger. So, was gibt's hier Interessantes zu kaufen? Nicht allzu viel. Irgendwas ist heute mit meinem Hals los. Das klingt nicht gut. Diese Nervensäge weg. Stirb. Was ich gerade im anderen Run noch angeschnitten habe, ist die Frage, warum zum Fake ist der Greed Mode so langweilig? Ich meine, es ist ein Arena-Modus. Es ist. Da gibt's halt nur. Gibt's halt nur Action und nicht allzu viel Zeug, was einen ablenken kann. Wir nehmen mal die Münzen mit und gehen direkt in den Boss. Sehr gut, das sind Bodengegner. Ja, okay, es ist die Lust, aber es passt schon. Mir würde es mehr gefallen, wenn die beiden auch mehr auf mich zukommen würden. Genau so. Genau. So. Jetzt beten dafür, dass da noch ein Bodenboss ist. Yeah. Nur auch ein bisschen hoffen, dass die, sie nicht allzu viel treffen. Aua. Das ist der erste Treffer. Ich habe vergessen, dass ich den Hex-Mod noch machen wollte. Verdammte Scheiße. Sehr gut. Das, was ich wollte, ist... Kosmos gekriegt. Nice. Satanic Bible wäre es eigentlich wert, aber nicht, wenn ich den Coupon habe. Denn der Coupon ist generell besser. Nein. Komm schon. Der D6. Verdammt. Nee. Absolut nee. Der D6 ist dann
doch besser als gratis Devil Deal Items. Goldraum. Leprosi kann man reroll, mein Gott. Ich wollte gerade sagen, Leprosi kann man rerollen. Wir haben das Problem, dass unser Run nicht der stärkste ist. Jedoch müssen wir damit nur bis Ultra Greed aushalten. Was an sich eigentlich recht weit klingt, aber nicht sehr weit ist. Was? Spooder Learning Duolingo. Ah. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich verstehe, aber ich verstehe es nicht. Hat mir irgend so ein komisches Vieh gesendet. Ich könnte meinen, dass es eine Spinne sein könnte, anhand der seiner Aussage. Das wird vielleicht nicht ins Video packen. Ich will heute noch ins Bett. Ja, okay, das wird nichts mehr. So. Leprosi werde ich rerollen. Nur. Wobei, wenn der Boss. Wenn der Devil Deal nicht gut hat, werde ich da rerollen. Auch nur wenn der da nicht gut hat. Weil leisten kann ich es mir ja sowieso, Devil Deal mitzunehmen, weil ich hab ein paar Herzen. Oh oh. Du musst noch mal springen, komm her. Junger Mann, komm her. Komm schon. Oh, das ist okay. Was ist er denn jetzt da? Haben wir gleich. An dem Punkt wäre es mir aber erstmal lieber, wenn du da von dem Ding absteigst. Genau. Nur so. Ja, komm mal mit. Ja, komm mal mit. Ich habe was für dich. Ich find's lustig. Und Engel. Ich habe nicht gesehen, welcher von beiden, aber es müsste der blaue. Ja, es ist der blaue. Ich wüsste gerne, warum Pride. Ich wüsste immer noch gerne, warum Pride von allen gegen Bomben immun sein muss. Ich meine, einer seiner Kollegen ist dafür bekannt, Bomben zu legen, und dann ist er nicht dagegen immun. Moment, ich muss kurz gucken, wo. Was besser ist. Judas, The Binding of Isaac. Vicky. Greed Mode. Greed, 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 Ultra Greed, My Shadow. Kane, The Binding of Isaac. Was hast du denn für ein Greed Mode? Das ist beides Trash. Ja, Ouija Board.
Und jetzt wird Damage ab. Glaube ich. So. Und da ist der Reroll. Das ist gut. Nein. Dann gehen wir jetzt weiter in die nächste Ebene. Und ich sollte vielleicht mein Handy anstecken. So, haben wir gleich. So. Free Dollar Bill. Eye Drops. Und Zeug, das ich generell nicht haben will. Rein. Und sofort wieder raus. Stimmt, wieder, aber ich vergaß. Ich hab's gerade erst mitgenommen. Papa sagte irgendwas von 10 Minuten. Beide Items mitgenommen, ja. Ich hätte die die Eye Drops rerollen sollen. Aber naja. Mach auf. Mach auf. Irgendwer hat mir eine E-Mail gesendet und ich kann da schlecht nachgucken. Genau, komm her. Nein. Wobei. Okay, Mr. Dolly kann man mitnehmen. Mr. Dolly sollte man sogar mitnehmen. Oh. Das Ding ist nervig. Mr. Dolly, komm her. Drei gute Herzen. Das hatte ich doch eben schon. Oh, zwei Mr. Freds. Das ist gut. Jetzt muss ich noch die Jungs loswerden. Bloody Lust. Nehme ich. Brimstone. Das war vielleicht ein. Das war ein Fehler. Das war wahrscheinlich sogar ein großer Fehler. Naja. Ist nicht mein Problem. Es ist mein Problem. Nächste Ebene. Rinder. God's Flash. Nice. Jetzt haben wir zwei Messer. Ein großes Pentagramm. Moment, da google ich mal was.
Zusammengefasst, es sieht nur interessant aus. Ich habe gerade gesehen, wie jemand gesagt hat, dass Isaac der meiste Spaß ist, den man legal mit einem nackten Kind haben kann. Was nicht falsch ist. Es ist halt alles andere als falsch. Isaac ist sehr spaßig und Isaac ist auch ein nacktes Kind. Sei denn, du spielst mit... Hat Bethany ein Kleid? Hat sie ein... Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Macht mir jetzt schon irgendwie kaputt. Ich habe irgendein Item, das man scheinbar dingsen kann. Ich brauche nur zwei Schlüssel. Schlüssel und Schlüssel. Fünf random Karten sind auch gut. Two of Clubs. Tower. Hierophant. Ja, ich hatte sowieso nicht vor, was davon zu kaufen. Full Chariot. Weiße Sad Bombs klingen sehr attraktiv. Naja, erstmal vorne hin. Gain increased while all red heart containers are filled. Does not work with no red. Nimm ich mit. The morning sun has vanquished. Was? Irgendwas mit der Morgensonne. Frag mich nicht. Na dann wollen wir einmal. Oh. Hi, little horn. Na dann. So, schauen wir doch mal, was es so gibt. Was ist Rage? Ich nehme das Ding mit und gehe mir ein Health Up kaufen. Hier ist kein Health Up. Hier ist kein Hafer. Nein, hier ist kein Hafer. Wir gehen einfach weiter und tun so, als wäre nichts passiert. Die E-Mail ist vom Pilz Army Reddit. Ist ein Moggy Reddit. Ist ganz nett. Rein da. Wow. Krasse Sache. Und wieder raus. Moment. Health müsste. Wenn los da. Okay, dann halt nicht der Health. Aber schön mal wieder den Brimstone zu haben. Mit einer der coolsten Synergies ever. Müsst zugeben, dass es cool aussieht, wenn Isaac einfach mal 100 im Messer, in so einem Messersturm los schlawinkelt. Schlawinkelt? Das ist jetzt ein Wort. Schlawinkelt. Ich weiß nicht, wie das Wort aus meiner Feder gerutscht ist. Aber ehrlich gesagt, es gefällt mir. Schlawinkelt.
Lump of Coal. Das Spiel nimmt an, dass man OP genug dafür ist. So, jetzt hole ich mir noch Lump of Coal. Da ist das Fleisch, komm schon. Gib mir eine Münze. Ja, die geben mir eine Münze. Yeah. Seife würde ich auch gerne haben, aber Seife muss nicht sein. Wird sicher. Betrayal. Betray. Turn your enemy. Schauen wir mal runter, ob wir da noch Dingensbomben haben. Münzen. So nicht, aber wenn wir eine Bombe haben, haben wir nicht. High Priestess. Wow. Hat ja viel gebracht. Naja, machen wir weiter. Geld? Geld. Ob es einen Ultra Greed Champion gibt. Also, ne? Ist Ultra Greed, aber bunt. Das klingt nach einer starken Sache. Also stark gegen mich, nicht für mich. So wie mein meine Messer. Ich nur mal anmerken, dass ich eigentlich nicht Maggie bin. So, geschafft. Evil Eye. So, und jetzt so viele Münzen einzahlen wie geht. Jetzt haben wir gleich ich weiß, das ist nur so semi-legit, aber ich habe echt keine Lust, so auf den Greed Mode zu machen. Und ich weiß echt nicht, wie man den Greedy Air Mode freischaltet. So. So. Easy. Liken, kommentieren, abonnieren, Glocke bimmeln. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Schaut bei meinem Minecraft Let's Play rein. Ist mit Perboy. Schaut gerne bei meinen anderen Let's Plays rein. Ich habe Undertale bzw. Deltarune zu laufen. Bis dann. Ciao. Und tschüss.